Willkommen zu diesem kleinen Special, liebe Freunde. Diesmal nicht vor dem PC, sondern ein bisschen an der frischen Luft. Da es ja heute Neujahr ist, für mich ist immer noch Silvester. Ist gerade so 2:30 herum nachmittags. Und für mich kommt noch der Jahreswechsel, wo ich es ja schon geschehen. Ich wollte einfach nur mal so einen kleinen Einblick in meine Spaziergänge geben, zum Beispiel mit meinem Hund Bella. Das da hinten, das ist Bella. Schnüffelt gerade so ein bisschen herum. Und ja, es ist sehr, sehr schöne Sonne hier. Auch ein bisschen Wind, der ganz schön kalt ist. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Letztes Jahr habe ich ja auch so ein Video gemacht. Das war aber abends, wo es schon dunkel war, hat man nichts gesehen. Darum dachte ich mir, dieses Mal werde ich im Hellen filmen. Ich werde nachher nochmal mit ihr gehen. Na, da werde ich, denke ich mal, nichts aufnehmen, genau. Nach diesem Jahr hier draußen, nach dem Spaziergang hier, hoffe ich noch, das Silvesterfeuer mal hier mit dem Video reintun. Ich hoffe mal, ich werde dann auch was aufnehmen, ich denke mal schon, dass ihr auch von meinen Semester was habt. Genau! Ich bin gerade hier auf der sogenannten Kirschenallee, neben meinem Dorf. Und ja, schön ruhig hier. Hier gehe ich sehr, sehr gerne spazieren. Mein Hund kann sich hier schön austoben. Und zwar ist seit etwas über ein Jahr jetzt da hinten eine Straße, die ein bisschen doof ist, aber naja, was soll's. Was soll's. Ja, tob dich ruhig aus, Bella. Ja? Komm her, komm her. Mach mal Sitz. Fein. Und jetzt mach mal Platz. Platz. Hey, Platz. Fein. Und weiter. Ja, hört aufs Wort. Ein Glück. Zwar nicht immer, aber immer öfters. Ab und zu wird bei uns schon so ein bisschen geknallt in der Gegend. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme hört. Aber bis jetzt nur vereinzelt. Nachher wird es noch schon mal sein. Und zu 0 Uhr, da geht der Punk dann richtig ab. So, dann werde ich nochmal einen kleinen Cut setzen, mal sehen, wann ich dann nochmal hier aufnehme. Ne, das war ein Foto. So, das da hinten, das ist bei uns die Burg. Gleich nebenan, oder fast nebenan von meinem Haus. Und Bella, bist du ganz artig? Na, hoffe ich doch. Ja, schnupper ruhig so ein bisschen herum. Nachher kommt sie in mein Zimmer rein, mit dem ganzen Knallern. Weil es da ein bisschen ruhiger ist als draußen. Ach, der Wind ist ganz schön kalt. Meine Hände werden total kalt jetzt hier. Ja, meine Hände werden sehr, sehr schnell kalt. Gerade wenn ich keine Handschuhe anhabe im Winter. Nur mit Handschuhen lässt sich die Kamera so ein bisschen schlecht bedienen. Ja, so ein kleines bisschen. Gibt es hier eigentlich auch eine Funktion, wo ich Pause machen kann hier bei der Kamera? Die habe ich nämlich neu bekommen zu Weihnachten. Und hab noch nicht alle Funktionen hier ausprobiert, aber ich sehe nirgendwo einen Pauseknopf. Hab auch irgendwie Angst, dass ich hier irgendwie was sitze. Ist hier irgendwie Pause? Nee. Mach ich nirgendwo Pause, okay. Hätte ja sein können. Na, wo ist sie denn? Da ist sie. So, jetzt sind wir hier an der Straße, deswegen ist Bella auch angeleint. Weil neben der Straße, da ist mir ein bisschen zu gefährlich, falls sie irgendwie auf die Straße läuft. Die Straße ist sehr, sehr dolle befahren.
Sicherheit muss halt die Leine her. Aber sie geht ja wunderbar an der Leine. Da kann ich ja nicht meckern. Meistens zumindest. Letztes Jahr war das ja so, glaube ich, zu Silvester, zumindest bei mir, dass ich dann beim Abendspaziergang, als ich aufgenommen habe, das erste Mal geschneit hat für den Winter dort. Glaube ich. Und wie kann ich mich da an was erinnern? Oh, hier sieht es eher nicht nach Schnee aus. Keine einzige Wolke am Himmel. Na gut, jetzt fahren hier mal keine Autos. Ist ja schön. Damit es hier schön ruhig ist für die Aufnahme. Was gibt's denn da weiter? Na komm. Ein ganz einsamer Baum. Ganz, ganz einsamer Baum. Dann wollen wir dem mal Gesellschaft leisten. Stimmt's leider. Habe ich jetzt das Gefühl, dass ich doch viel mehr aufnehme, als ich anfangs vorhatte. Hier noch soll ja noch alles, die ganzen Knaller und so kommen. Die ganzen Feuerwerksraketen. Naja, die kommen schon noch. Wenn euch dieser Spaziergang gar nicht interessieren sollte, könnt ihr ja ruhig vorspulen, das ist ja kein Problem. Ein einsamer Baum. Ich freue mich schon auf letztes Jahr habe ich ja noch so gute Aufnahmen bekommen, weil ich ja selbst keine Feuerwerksraketen abgerufen habe und so nennen kann. Aber dieses Jahr, da sind wir eingeladen und da gibt es Feuerwerksraketen. Also kann ich auch schon was aufnehmen. Für YouTube, für euch. So, inzwischen sind wir nun auf dem Rückweg. Nicht mehr lange sind wir auch wieder im Dorf. Und dann gibt es ja das Feuerwerk. Aber falls euch so ein Spaziergang-Video mit meinem Hund euch mal gefällt, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr wollt. Kann ich ja gerne machen, gerade jetzt mit meiner neuen Kamera, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Damit ist dann alles möglich. Seitenwechsel? Okay, meinetwegen. Ja, die Sonne geht auch schon bald unter. Ah, die Tage werden ja eigentlich schon länger. Na gut, weiter geht es. Weil dann kann ich ja euch auch mal andere Wege hier mal zeigen. So wie ihr wollt. Müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann passt das schon. Fast angekommen. Sie hat eben noch mal ein bisschen Spaß mit dem Nachbarshund. Habe ich aber nicht aufgenommen, weil ich wusste jetzt nicht, ob ich den Hund aufnehmen darf. Hätte ich natürlich fragen können, aber war jetzt nur eine kurze Begegnung. Ja, jetzt bist du erschöpft. Die haben mich beide getrunken bis zum Gehen nicht mehr. Ja. Ja, also wir sind jetzt hier fast im Dorf drin, dann würde ich mich jetzt hier vom Spaziergang schon mal verabschieden. Gleich sehen wir dann, oder seht ihr dann das Silvestervideo? Dunkel natürlich. Und ja, ich hoffe mal, ihr hattet einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Ach, 2017 ist das eine Zahl. Nee. Ach, wieder ein Jahr vorbei. Naja, was soll's. Bis. Ja, gleich. Oder bis bald. So, jetzt ist nun wirklich das Jahr 2017 angebrochen. Die ersten Feuerwerkskörper gehen in die Luft. Und ja, ich habe so einige gute Aufnahmen gemacht, würde ich mal behaupten.
Und ja, ich muss mich jetzt auch nochmal dafür entschuldigen, dass ich jetzt hier keinen Ton für euch habe. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich war halt da mit meiner Familie, war halt lauter Stimmen und ich wollte die hier nicht auf YouTube haben. Genau, und daher musste das weichen. Ich werde wahrscheinlich noch eine Hintergrundmusik einfügen. Genau. Und ja, das ist nun hier Silvester in meinem Dorf. 0 Uhr oder 0 Uhr halt jetzt schon durch. Im Jahr 2017 angekommen. Oh, das sieht doch mal hier sehr, sehr schön aus. Genau. Ich hoffe mal, ihr habt wirklich das Jahr 2017 heile und gut überstanden. Oder überstanden, ich meinte erreicht. Und ja, 2016 ist nun wirklich endgültig weg. Auch für mich. Ja. Ja, genau, die Nachbarn da hinten, die hatten richtig, richtig gute Feuerwerkskörper. Das sah richtig schön aus, wie man da gerade sieht. Oh ja. Genau. So, jetzt ist es nochmal ein bisschen dunkel geworden. Ah, da ist nochmal ein bisschen unscharf. Ein Glück mit meiner neuen Kamera kann ich das ein Glück einstellen wieder. Das ging ja vorher nicht mit meiner alten Kamera letztes Jahr, die ich da verwendet habe. Da war ja meiste Zeit leider verschwommen. Und ich denke mal, dieses Jahr habe ich auch ein bisschen bessere Aufnahmen, da wir halt auch da vorm Tor, also vorm Haus, selbst Silvesterknaller angezündet haben, selbst Raketen. Und letztes Jahr war ich halt einfach nur dabei und mehr auch nicht. Also dabei halt als Nachbar, aber selbst nichts gemacht. Ich höre gerade im Hintergrund, dass so da noch mal ein paar Silvesterknaller sind. Also bumm, bumm, bumm. Es ist momentan für mich gerade 15:31 Uhr. Anderthalb Stunden kommt dieses Video raus. Und ja, auf jeden Fall sah es richtig, richtig schön aus. War dieses Mal, glaube ich, auch mehr los als im letzten Jahr und vorletzten Jahr. Und ja, wie gesagt, schöne Bilder. Ich hoffe mal, die gefallen euch auch. Und ja, nächstes Jahr will ich ja es dann wieder machen. Videos euch zeigen. So, hier nochmal eine schöne, ja, Fontäne, glaube ich, ist das. Ich kenne die einzelnen Bezeichnungen nicht so sehr, aber ich glaube mal, das da ist eine Fontäne. Sieht ja auch aus wie eine Fontäne, also von daher. Genau. Na gut, dann sehen wir uns in den Let's Plays wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und ciao. Mal sehen, was das Jahr 2017 uns so bringt.